Wir haben vor der Kamera geguckt und es hat eine Kamera ist ausgefallen. Dann ein Mikrofon war hin, dann was war noch hin, der Rekorder war hin. Genau, das Deckkarten haben nicht mehr funktioniert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, echt und unbeschnitten, mit dem Dani. Und wir haben jetzt wieder den Güttel Chris eingeladen. Hallo. Weil? Weil er ein geiler Hund ist. Es ist ja, und ein geschmarrer Gesprächspartner. Ja, er ist auch ganz nett, aber weil es ist. Ganz, und er ist stubenrein. Das ist schon wichtig. Das weiß ich nicht, das, da kannst du nicht so besser aus. Ich war schon zweimal brav selber am Klo. Ich hätte jetzt ein paar lobende Worte gehabt, die sind jetzt gerade witzig als runtergefallen. Ja, okay. Vergiss es. Das ist Haus verliert nichts. Nein. So, hey, es ist Neujahrsbeginn. 2023 ja, ist. Na, sagen wir mal so, jetzt geht einmal zuerst das alte Jahr um mich. Also, das ist schnell vergangen. Wir sind jetzt im Endspurt vom. Ja, wir sind jetzt in diesem Zeitkontinuum zwischen den Feiertagen. Und keiner weiß, was das eigentlich ist. Ja. Im Limbus. Ja, also wir sind und keiner weiß, was für Tag ist, keiner weiß, was für Uhrzeit ist. Ja. Aber das sind, also, mir da mal ein Freund aus Berlin gesagt, der kennst du auch dieses Zeitkontinuum? Na, welches? Ja, das zwischen den Feiertagen. Ah. Geil. Es fühlt sich an wie ein schwarzes Loch. Ja, das ist ja auch so. Das ist auf dem Fall geil, die ersten Mitarbeiter kommen einfach nicht. Du tust nur essen, schlafen. Ah Gott. Sind es jetzt schon Vorsätze gewesen? Wie ist denn eigentlich? Mehr essen, mehr schlafen. Ja, weniger essen, mehr schlafen. Fangen wir vielleicht mit dem neunten Jahr an. Ja. Dani, wie ist es dir ergangen? Ich bin jeden Tag munter geworden in der Früh. Schade. Danke, Florian, ich hab dich auch lieb. Die Frage ist ja, das war es wirklich in der Früh, es war nicht immer in der Früh. Es ist zu unterschiedlichen Zeiten hat das Ganze stattgefunden, natürlich. Aber ja, sagen wir mal so, nach der Schlafphase bin ich wieder munter geworden. Aber du bist eh relativ früh aufstehen, oder? Einmal mit der Arbeit? Schon. Grundsätzlich, ja. Okay. Also jetzt scheint die Sonne noch nicht, wann okay, ich normal ja, regelmäßig aufstehe. Okay, Grund kann sich aber keiner mehr leisten. Chris, Grund kann sich wirklich keiner leisten. Ja. Du musst deine Ole Obrenner sagen, Chris, wie geht's dir? Apropos Obrenner, Chris, wie geht's dir? Ja, super Obrenner. Ein gutes Jahr und überraschenderweise sehr viel, also ich habe zwar schon gesagt, ich habe Anfang des Jahres 2013 gesagt, es war schön, wenn ich wieder mal ein bisschen mehr unterwegs war, wieder mal außer Österreich. Mhm. Und dann auf dem Sommer ist der vor allem so wirklich Schlag auf Schlag gegangen und dann habe ich so viel Zeit unterwegs verbracht, dass ein sehr, sehr guter Freund auf einmal mal um 10 Uhr noch bei mir daheim gestanden ist, jetzt im Anfang Dezember, nur weil ich gesehen habe, dass das Licht brennt. Ja, ich bin schon so voll fett, nicht wie heimgehe, ich habe gesehen, das Licht brennt, dass ich die auch wieder mal sehe, was du bist. Mit einem Schüttel. Chris, wir vermissen dich. Ich will ein Kind von dir. Nein, aber es hat mich voll gefreut, weil das ist eine Person, die ist eigentlich so antisocial, ja, dass es schon wieder schön ist. Also aber Highlight praktisch. Absolut, wieder. Aber ein geiles Jahr. Aber ich fände das auch voll cool, wenn du zufällig auf all die Freien stößt. Voll. Ja. Aber einfach, dass du vorbeigehst und denkst, da brennt ein Licht. Dass du mal da kenne ich sogar den. Nein, aber das ist schön, dass du schon so fett bist, dass du denkst, du bist auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich möchte einfach immer diese spontanen Aktionen sind doch eigentlich können lästig sein, können aber furchtbar scheiße auf der anderen Seite, oder? Du bist ja ein Profi für spontane Aktionen, was du so weißt. Ich gehe gern spontan ins Bett. Mit wem? Unterschiedlich. Okay. Manchmal von wo kennst du jetzt zwar? Der Chris und ich tatsächlich mit, wie lange kennen wir uns denn? Über 10 Jahre oder knappe 10 Jahre, glaube ich. Also ist das noch ein Situationship oder? Jo. Das hätte man in der letzten Folge klären müssen. Friends with Benefits, würde ich sagen. Zum Glück kann ich jetzt noch nicht. Hey, Benefits ist Auslegungssache, gell? Nicht, dass ihr da draußen schon wieder glaubt und denkt, ab morgen. Ein Benefit war zum Beispiel meine 30er-Feier, die vor 6 Jahren war. Da hat der Daniel Grillmeister gespielt und wir haben es. Eigentlich haben wir zu viel Fleisch eingekauft gehabt und du hast dann gesagt, ja, kauf ein lieber mehr, weil ich weiß, was passiert. Und 30 Leute habe ich eingeladen gehabt, 60 Leute waren da. Und dann ist es passiert, ne? Genau. Hat sie sich verdoppelt, die Besucherzahl erfahren. Ja, es war aber sehr lustig. Aber es war schön. Halt, es war dann auch so, da haben wir uns schon ein paar Jahre davor kennen. Eigentlich haben wir uns durchs Furtke eigentlich, so durchs Furtke ein paar so diverse. Ein paar so Highlights zwischendrin kennengelernt, das stimmt, ja. Das war immer recht lustig eigentlich. Schau, mit Dani. Ja, damals hat ja Furtke nur. Damals hat ja Ischler nur Furtke-Kultur gehabt. Ja, das muss man ja jetzt, das muss man dazu sagen. Du hast mehr als 4 Lokale gehabt. Das ist ja heute. Das können sich heutzutage die meisten gar nicht mehr vorstellen. Nicht einmal vorstellen. Wenn nicht da hinter Duxing irgendwo in Tirol schon 5 Lokale hat
mit 5.000 Einwohnern und du denkst, den ist schon 14.000. Das ist eigentlich eher Armutszeichen. Zwei, wo ich hingekommen. Habt ihr es 14.000? Ich glaube 14.000, ja. Hat 14. Okay, cool. Aber bis zwei, ja, früher hast du auch noch bis vier saufen können. Und oft sind wir Skiver gekommen. Also ganz ehrlich, vor Covid war spürbar alles ein bisschen anders. Das muss man ganz ehrlich gestehen. Ja. Da ist mit der schlechten Verwandlung losgegangen. Dann. Ich hab einmal mit einem Bekannten geredet, der hat in Wien ein paar Lokale und der hat das relativ gut beobachten können. Und der hat gesagt, oder er hat es für sich so abgeleitet, dass die Leute halt einfach wieder angefangen haben, viel privat zum Hooker, so wie wir das auch früher da haben mit Vorglühen. Mhm. Gezwungenermaßen. Ja. Genau. Aber er hat dann gesagt, das war recht cool, er hat dann gesagt, hey, die haben einfach das Vorglühen extended. Ja. Das halt so geschmoren ist. Ja. Und ich habe mir das aber ehrlich gesagt aufgeschaut, auch früher wie jünger, aber eigentlich war es viel gesperrt, irgendwo daheim hocken und bei das Volk hat man dann eh nicht mehr gefreut nachher. Erinnert ihr mich, wir sind immer erst um 12 Uhr eins dann ausgerückt, oder? Und was nur dazu kommt, ist eigentlich. Halt, ja, absolut. Und was nur dazu kommt, eigentlich ist es halt einfach, ganz ehrlich, ich meine, ich habe zu Volk angefangen, dem Luke nur damals, wie es der Helle gehabt hat. Me Gott. Too. Da hat die halbe Bier 25 Schilling gekostet. Kann man erinnern. Und es hat einmal saufen gehen. Ja. Für die unter 30-Jährigen, was sind Schilling? Ja, 1 Euro ist, glaube ich, 13,7603. Ja. Schau dann. Das ist, hier ist nicht mehr. Nein. Bei der Einführung so, von Euro. Ja, stimmt, bei der Einführung. Du musst Inflation mitrechnen. Und zwar jedes Jahr. Da hat es ja nur dieses Notgeldpack gegeben, was du gleich nach Mitternacht zahlen hast können. Da hat der Markus ja, das war aber, voll die Freikunft. Das war praktisch der erste Tag dann, wie es in die Übergangsphase gegangen ist. Es war zu Silvester. Zu Silvester war das. Da hat jeder hat so ein. Also ein Notgeldbackerl gekriegt, wo schon die ersten Euros drinnen waren. Münzen. Das Geile war aber, du hast ab Mitternacht. Die Erstprägungen. Genau, und du hast aber nach Mitternacht hast schon. Zahlen dürfen. 2001? Nein, ja. 2002. 2002. 2002 ist eine Einführung von 2001 auf 2002 oder? Ja. Oder 2002, glaube ich. Nein. 2-1 auf 2-2, okay. Ziemlich sicher. Auf alle Fälle jetzt so Notmünzen gehen. Und das Geile war, mir das aber zahlen können. Jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen. Ich weiß das nur, der Kölner, ich weiß das nur wie gestern, wie der Markus an der Fahrt gestanden ist. Ja, was ist das für eine Währung? Ich würde mal 55 Schilling, 1 Euro. Was? Die Schilling, Euro. Die hat uns herbudert hinter der Bar auf den. Aber ja, ist ja eh ganz klar. Aber jeder wollte zu. Ja, aber jeder hat gesagt, boah, das können wir da sein. Das damit ist alle voll fett. Ja, was soll denn sein? Und ich glaube, am wenigsten haben können, damit gerechnet, dass dann tatsächlich passiert. Aber Flobi war dein Jahr eigentlich. Genau, Florian. Mein Jahr. Spannend. Ja. Hat es auch 365 Tage gehabt? Ja. Oder 66, ich weiß es nicht, wieder nicht so involviert. Heuer haben wir, also 24,66, habe ich schon nachgeschaut. Es gibt heuer 29. Februar. Okay. Hey, okay. Haben wir wieder mal Schaltjahr seit alle 4 Jahren? Alle 4 Jahre, glaube ich. Ja. Keine Ahnung. Das heißt, der Jahr 365. Okay. Keine Ahnung, der hat am 29. Nein, es war sehr erraschend. Erraschend. Berauschend? Berauschend war es auch. Nein. Spannend. Rascho. Eigentlich ist nichts so geworden, wie ich wollen habe. Und es ist besser geworden, eigentlich. Voll geil. Also eigentlich hat, voll geil. Es hat turbulent gestartet. Nein, es hat eigentlich voll. Oder hat es human gestartet? Nein, ist zwischendurch turbulent geworden. Und ist turbulent geworden, aber das Turbulente ist jetzt eigentlich positiv geworden. Das ist cool. Ja. Das ist cool. Also Resümee. Ein paar Investments sind richtig in die Hosen gegangen. Aber da kann ich zum Glück richtig gut drüber lachen. Ja, aber wir müssen echt nicht ins Detail gehen. Aber wo das Geld herkommt, kommt tausendmal mehr noch. Ja. Hoffe ich halt. Ist ja nur bunt bedrucktes Papier, wie andere dazu sagen werden, oder? Mhm. Papier zählt ja nichts mehr. Nein, aber rein arbeitstechnisch, freundtechnisch. Ja, generell, man muss ja sagen, wir haben ungefähr vor einem halben Jahr mit unserem Podcast eben gestartet. Das war, glaube ich, im August. Achso, das zählst du als positiv. Ja, sonst sitzt man nicht noch ein halbes Jahr, würde ich sagen, und oder? Die ganzen Schmerzensklage zwecks Ohrenweh und Augenkrebs. Das kommt alles nur auf uns zu. Das wird über die Jahre wahrscheinlich dann. Ja, nach den zwei Folgen Weeds auftauchen auf alle Fälle. Ja. Das stimmt. Da kommt, das kommt dann die Klage auf uns zu. Nein. Aber das sind ganz witzige Projekte, ja, eigentlich. Für das, dass ich überhaupt nicht, ich weiß nicht, da geht es, glaube ich, in Chris genauso. Wir sind normal immer hinter der Kamera und wenn wir vor der Kamera sind, also geht es mir jetzt nicht so optimal, aber es wird immer besser. Und so, hoffe ich halt, glaube ich. Und so die, ist spürbar. Wenn ich jetzt da mal so ein bisschen kurz mal Host spielen darf, so Host. Mal rein. Ich habe es jetzt im Podcast seit einem halben Jahr, wenn es da so ein Resümee zeigt, was waren so die Takeaways aus diesen Folgen?
Muss man da so, also mein persönliches Highlight war unsere erste Folge, die übrigens nicht ausgestrahlt worden ist, weil wir da mit technischen Komplikationen und Gebrechen zu tun gehabt haben. Die ersten aber, vier eigentlich. Ja, wie sie da draußen wisst, alles, was man neu anfängt, was man sich neu erlernt, selber beibringt und so, ist natürlich leicht immer mit Hürden gepflastert. Das ist geil. Und ich muss aber auch sagen, für aber mich der Talk war so geil bei der ersten. Der Talk war voll geil der und Talk der war auch der und wahrscheinlich waren wir eingesperrt worden. Nur für mich war es so faszinierend, ich habe noch nie Probleme mit der Kamera gehabt oder das, was nicht aufgenommen hat oder das der Ton nicht da hat. Wir haben vor Kamera geguckt und es hat, eine Kamera ist ausgefallen, dann ein Mikrofon war hin, dann was war noch hin, der Rekorder war hin, genau, das Deckkarten haben nicht mehr funktioniert. Okay. Wir haben praktisch drei Stimmen über zwei Mikros aufgenommen, es war echt spannend. Wahnsinn. Und dann, das ist mit so Hall-Effekt. Bis das wir dann gesagt haben, so aus, leck mir am Arsch, jetzt bestimmen alles neu. Ja. Und jetzt zuckt man da. Also jetzt haben wir einen richtig schlechten Podcast. Das ist richtig schlecht nämlich. Ja. Und von den Gästen her, da war ja auch alles so dabei ein bisschen. Ne? Ja. Gäste haben wir gehabt, angefangen von der Sportlerin über Onlyfans-Dame. Also alles. Pole Dance haben wir da gehabt. Ja, es war generell unser Bestreben mit unserem Podcast, dass wir sie einfach wie unterschiedliche Gäste. Darum haben wir eben halt am Foto- und Videografen da in Chris. Genau. Und das ist eigentlich, sage ich mal, unsere Grundidee dahinter, dass man halt in sämtlichen Schienen mit den diversen Gästen einfach in denen einer Berufsfeld einschnuppern. Genau. Und das ist so die Intention dahinter. Es ist auch einiges geplant. Also gewisse Leute fragen uns schon direkt, weißt du, ob sie mal kommen dürfen und ob sie Zeit haben. Und wir haben wirklich jetzt schon fast mehr oder weniger so einen Plan, müssen wir schon fast machen, wer als Nächster kommt. Ja, voll gut, oder? Voll. Spricht für sich. Ob Jänner. Und ich zum Beispiel zu der Tina habe ich jetzt gerade ein Projekt gehabt, die habe ich auch eingeladen und dann hat sie gesagt, na voll cool, weil sie wollte schon kommen und sind wir schon richtig gespannt. Die Pesendorfer Tina. Genau. Genau, deine Spielerin. Und auch glaube ich, mit Hasi waren wir kurz in Kontakt. Und ja, nein, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und wenn wir Ideen von euch kriegen, sind wir da gerne offen. Oder wenn es über Themen, wenn es willst, dass wir irgendwelche Themen oder so behandeln, die euch am Interesse oder und so weiter stehen, dann spammt es einfach in die Kommentare unten rein und wir schauen dann, ob wir uns vielleicht einen Gast dazu einladen können, ob wir selber genug Background-Wissen haben, damit wir drüber reden und philosophieren können. Oder ja, und habt ihr vor, dass den Podcast extended auf wirklich Podcast-Plattformen oder ist er da schon? Weil zu meinem Knowledge. Podcast-Plattformen. Ist ja nur auf YouTube momentan. Macht das einen Sinn? Genau. Also, ich darf einen Podcast quasi selber produzieren. Einen Podcast begleite ich ja aktuell, eben vom Grauli beim Gast zu Gast. Ne? Ja, Grauli, kommt nochmal fragen. Der sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Und das ist eigentlich. Spreaden, oder? Nein, aber das ist voll easy, weil es gibt ja ein paar so coole Plattformen wie Let's Cast oder Podigy. Und kenne ich nicht einmal. Du zahlst ein Jahresfee von 120 Euro. Okay. Da lädst du einmal den Podcast drauf und kannst ihn dann auf alle Netzwerke verteilen. Ist dann also ist das quasi der Host? Ist der Host, ja. Okay, weil sowas braucht man für... Was gibt's denn dann? iTunes? Apple Music, Spotify, Deezer, RTL, witzigerweise sind wir gerade so. Amazon. Was ist RTL? Es heißt RTL, muss ein RTL-Podcast. Oh Gott, aber es war doch der Traum. Stell dir mal vor, du kommst ins Nachmittagsfernsehen vor RTL. 14 Uhr, Hartz IV TV. Ja, man, das wollte ich auch gerade sagen. Wow, ich wollte da ganz Entschuldigung, ich bin nicht so vorgekommen. Aber du kannst gerne die Sendezeit um 16 Uhr haben. Hartz und herzlich. Hartz und herzlich. Und Bausuchfrau. Ich starte bei Willkommen bei wie riecht Alexander Holt? Ja. Der Wichtel, der dann heute? Und ist der Küttel Chris der Vater? Das erfahrt es nur, wenn es dran bleibt. Ja, genau. Seid gespannt. Nach der Werbung geht es gleich weiter. Aber Chris, zu dir. Was war dein emotionalstes Projekt? Im positiven Sinne oder im negativen Sinne? Wurscht. Zwei. Das war sicher der Charity-Run wieder vom Hasi. Ja. Vor allem bei Haier erstens wieder voll viel zusammengekommen ist. Ich bin Haier auch selber gelaufen und habe gefilmt. Du bist als Teilnehmer und als Videograf. Und es war Haier auch so, dass mehr Leute von der Kinderkrebshilfe da waren und auch Familien mit betroffenen Kindern. Da schluckst du dann schon einmal. Ja, voll. Was diese Power auch siehst. Und wie die Lebensfreude nur mehr oder weniger wieder aufrechterhalten können, trotz des Leid. Ja, und da denkst du dann schon, hey cool, wir tun da was Gescheites. Ja. Und ich habe es dann einfach wieder geil gefunden, wenn man dachte, hey, das schätze ich einfach so. Die Leute kommen zusammen und helfen zusammen. Ja, voll. Und das geht mir persönlich schon noch. Und das Zweite war,
Ich habe so ein kleines Videoprojekt machen dürfen, ich habe eine Geschichte erzählen dürfen über das Seniorenwohnheim St. Maria in St. Gilgen. Mhm. Und das Team ist ein Wahnsinn dort, in 40 Betten. Und die kümmern sich halt um diese ganzen Bewohner in diesem Altersheim. Ist das, also, ist das ein Privat? Nein, Rotkreuz geführt. Rotkreuz geführt. Und das war auch was, okay, was nachgegangen ist, weil das war so mit den Leuten reden, dass die identifizieren, wie einer arbeitet. Und man weiß ja, wie hart die Pflege ist. Du schlägst das ist richtig, vor, ja. Die reden mit einer Leidenschaft und dann redest du mit den alten Leuten und hast so eine Symbiose aus beiden. Mhm. Und das war dann schon so, wo man dachte, da fährst du noch mal heim, da denkst du schon viel nach. Ja. Von beiden. Da ist dann so mal einfach eine sehr bewegende Geschichte entstanden dadurch. Ja, und man fährt dann heim und man überlegt dann schon, wie manche Sachen ein bisschen anders aus. Ja, fix. Bringt uns zum Nachdenken. Aber weil du gerade sagst, Lebensfreude. Ich zum Beispiel bin mit einem Kind aufgewachsen, was Down-Syndrom hat. Und die mag ich so, die Leute, weil die sind wirklich so herzlich. Erstens immer direkt, voll herzlich. Und dann habe ich jetzt heuer wieder in Fitnessstudio zufällig, geht jetzt wieder in Ischl trainieren. Und dann habe ich wieder getroffen und gleich von der Weiten geschrien, hey Flo, was tust denn du da? So herzlich, daheim ist so gefreut. Das war sicher eines von den Highlights das ist von das, meinem Jahr. Das ist das, was ich so interessant finde, ist, dass oft Menschen mit einem sehr starken oder großen Gebrechen viel menschlicher sein können, als wie manche, die zwei gesunde Füße und zwei gesunde Hände haben. Ja, oder woher Leute, kommt das? Wie, ja, was oder, das mehr schätzt nach oder, einem Fall? Oder, ja, das auch. Ja, wie auch immer. Dann, oder ja. Leute, die weniger haben einfach. Ja. Sind generell glücklicher, erscheint mir oft. Ja, aber ich kann mich mal erinnern, ich habe über eine größere Firma mal ein Projekt in Mumbai begleiten dürfen. Da war ich mal wochenlang in Indien. Mumbai ist ja wirklich... Mhm. Warst du da bei dem Street Dance Battle? War das? Genau, genau. Ja. Und das war ja wirklich krass. Also, Street Dance Battle? Ja, Red Bull. Klären Sie mich auf. Red Bull BC One. Also das, okay. Da war ich bei Agentur dort quasi für Red Bull Social Media betreuen. Mhm. Und da treffen sie... Du hast den Stream gemacht, glaube ich, oder? Nein, Social Media betreuen. Und auf alle Fälle treffen sie einmal im Jahr halt die 10 besten, 20 besten Breakdancer, Breaker. Okay, und du, die haben es auch eingeladen. Ja, was hast du gebreakt? Er war 21. Ich hab gebreakt, dass wir nicht zusammenführen auf der Straße. Okay. Weil, und zwei Soletti. Auf alle Fälle, was ich dort nicht gesehen habe, das werde ich nicht vergessen, weil wir sind erst einen Tag später zurückgefahren, wenn wir fertig waren. Und wir haben dann relativ einen coolen Typen gehabt, der uns ein bisschen eine City-Tour gegeben hat. Mhm. Und in Mumbai, scheiß mich. In Mumbai, eine City-Tour ist dann ungefähr wie... Ja. Wollen wir mal kurz sagen, die Stadt hat, glaube ich, fast 25 Millionen Einwohner? Ich glaube sowas. Oder um den Dreh, oder 30 sogar, ja? Es ist unglaublich laut. Und also ich bin schon in vielen Städten in meinem Leben gewesen, in vielen großen Städten in der Welt. Aber das ist ja so wie Little Indian, oder? Aber so ein Chaos habe ich... Wirklich? Ja, aber im positiven Sinn. Also es hupt jeder und jeder fährt wie wieder Auto, aber es funktioniert. Und es gibt keine Ampeln. Ja. So nach dem Motto. Also wie cool sind. Auf alle Fälle haben wir da so... Haben wir Funktioniert aber auch, hey, lacht's nicht. Funktioniert der, voll der super. Der Vergleich Mumbai-Gulsan war jetzt der Wahnsinn. Er spricht für Gulsan. Er spricht für den Flo. Keine Ampeln, geht voll zu. Geschossen wird überall. Geschossen wird einfach. Nein, muss ich sagen, wir sind in die Slums spaziert und ich habe dann gesagt, weil, was der ein bisschen vorsichtig ist, doch, ja, ist das schon nachher alles safe, weil. Hast du nichts eingegangen? Mhm. Und da siehst du wirklich. Die Geruchskulisse, Leute. Ja, aber die sind auch so herzlich, ja. Mal für die, das ist für die, weiß nicht, die haben, also es gibt sicher kriminelle Ecken, jetzt brauchen wir nicht reden. Ja. Überall, wo Menschen sind, ja, gibt es kriminelle Sachen. Aber da war das so, wo man dachte, die haben fast nichts und die waren so herzlich. Und war schon ein sehr, sehr schräger Eindruck, was ich da mitgenommen habe. Da habe ich für mich erst einmal gelernt, hey, je weniger das tust, umso herzlicher bist, könnte man vor. Es gibt ja viele Geschichten. Ja, das ist belastet. Das stimmt, und desto weniger das hast, desto mehr schätzt du die Sache nicht, was du hast. Aber so ist es mir zum Beispiel gegangen, auch wie in Santo Domingo zu Fuß unterwegs war. Das ist auch mitten in also Dominikanischer Republik, Santo Domingo. Und wir haben da auch mit unserem Grüppchen sind wir einfach mal mitten ins Herz des Stadtzentrums gewandert. Dann bist du vor allem mal nur der einzige Weiße auf der Straße und hin und her, wo es da schon ein bisschen um dein Leben fürchten musst, aber dann andererseits, es gibt da wie zwei Seiten. Es gibt voll die lieben, netten Leute, wie du schon gesagt hast, in Mumbai, die haben nichts, die sind voll herzlich und dann gibt es natürlich auch die kriminelle Schiene noch. Aber bist du warst einer der wenigen Weißen, warst du noch, bist du noch ein lauter Fotoalben verewigt, oder? Wie meinen? Bist du fotografiert? Nein, es gibt so geil. Nein, ganz im Gegenteil. Also. Nein, weil es ist interessant, in Indien ist es ja leider so, also aufgrund eines Kastensystems, je heller das du bist, umso weiter umstehst du in der Kaste. Sie haben sie abgeschafft, dieses Kastensystem. Aber was heißt das in der Hierarchie? Also, wenn du dunkel geboren bist, hast du Pech gehabt.
Oder Haut her. Ist das von daher abzuleiten wie bei den Chinesen? Umso dünkler das bist, dann wirst du als Bauer oder als Feldarbeiter assoziierst und das rankt die gesellschaftlich und natürlich. Adelig ist immer weiß. Ja. Und das rein. Und es gibt in Mumbai ja das Gate of India. Und das ist ein riesen Bauwerk. Ja. Und das ist halt zum Meeraussee gesetzt natürlich. Und das heißt deswegen Gate of India, weil wie Indien halt nur eine englische Kolonie war, ist damals halt die damalige Queen da das erste Mal in Land gegangen oder sowas. Auf alle Fälle ist das ein Wahrzeichen von Mumbai, das muss man sich halt anschauen. Das ist wirklich cool. Ja. Und da fahren aber viele Inder hin, das ist ein bisschen so eine kleine Pilgerstätte. So, jetzt stehe ich da dort. Also wie Heustadt bei uns. Und jetzt stehe ich da dort. Und da waren andere weiß ja, ich habe es so witzig gefunden, weil es sind so viele Leute gekommen, so, Foto? Und ich so, Foto? Was Foto? Ja, Foto. Und dir? Mein Guide hat gesagt, ach so, das hätte er da vorher sagen müssen. Was? Ja, das musst du jetzt kurz aushalten. Ich glaube, ich hänge jetzt irgendwelche Familien irgendwo quer durch irgendwie jetzt im Wohnzimmer, weil. Du Adelig bist. Der Adelige Christoph. Nein, weil anscheinend das irgendwie ein Glück bringt, wenn es dir irgendwie mit einer hellhäutigen Person ablichten lässt. Er hat es mir nicht erklärt, ich habe es vergessen. Achso, es gibt so viele Sitten in andere Länder. Bitte nicht festlagen da jetzt, aber es war halt vorstellbar, weil viele Leute ein Foto haben. Ich bin ja vorher mit irgendwelchen Familien gestanden und so. Da kommt man sich ja leicht geehrt fühlen in deinem Moment. Ja, also oder war Stranger einfach die Situation? Ich bin mir ziemlich deppert vorgekommen und ich habe dann gedacht, so, als Geste meines guten Willens. Nein, überhaupt nicht, dass du das nicht auskennst, weil ich das so oder so fotografiert. es war mir so dieses Framing, wie man schon gesagt hat, so schräg gefunden. Dann habe ich mich erinnern müssen, wie mein Opa mal erzählt hat, Gott hab ihn selig, ist schon lange gestorben, aber der mir gesagt hat, vor 50, 60 Jahren, zur damaligen Zeit, wo er mir das erzählt hat, da reden wir auch wieder vor 15 Jahren zurück, da hat es das erste Mal einen schwarzen Rezeptionist zum Wolfgang gegeben und dann sind alle nach Wolfgang gefahren, jetzt den schwarzen. Das ist, immer geht es für mich null aus. Ja. Aber so kann man es ungefähr sich vorstellen, die Situation einfach, wobei, dass du als Weißer dort natürlich. Wobei natürlich, da sind 100.000 andere Weiße, auch Mumbai ist ein Riesenstaat. Ja. Aber das hast du halt beobachten können, dass sie sich fotografieren haben lassen. Aber wenn man nur gedacht, so, dieses Framing einmal umgedreht als weiße Person erleben ist schräg. Ja. Weil das kennen wir nicht. Du musst das ja generell sagen, es wird der weißen Person wird eigentlich der Rassismus, habe ich sehr schnell und stark zugesprochen, dabei sind wir als Weiße die Minderheit auf dem Planeten. Das ist richtig. Und das ist so gesehen, auch das Problem. Nein, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber... Nein, immer ein Problem im negativen Sinne, weil ja so viel Rassismus und solche Sachen ja... Durch diese Kolonisierung. Und das ist richtig, aber Rassismus ist überhaupt nicht hautfarbenabhängig, bin ich mittlerweile schon drauf gekommen. Also das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Aber vielleicht keine Chance, zu viel politisieren, glaube ich. Wir schwenken wieder lieber auf unser 2024 Thema, auf unsere Vorhaben, Ziele und so. Habt ihr das Ziel überhaupt? Habt ihr es? Überleben. Ich hoffe, du schaffst. Ja. Aber bis zum letzten Tag, wo ich auf dem Planeten wandle, glücklich und zufrieden zu sein. Oh, das ist aber lieb gesagt. So, und jetzt? Nein, nichts ist wohl okay. Zufrieden. Man muss mit dem. Ich glaube, Zufriedenheit ist was sehr wenig Leute kennen. Das muss man auf alle Fälle lernen. Zufriedenheit hat auf alle Fälle nichts mit Materialismus zu tun. Null und nichtig. Nein. Weil, wenn du nicht vor dem Spiegel stehen kannst und sagst, hey, ich bin zufrieden mit mir, wie ich ausschaue, wie ich denke, wie ich handle, hat das nichts mit dem Auto oder mit dem Haus zu tun, sondern das geht immer schon rein nur von der Person und von der inneren Einstellung heraus. Mhm. Wie du jetzt erst richtig gesagt hast, ich finde ja, dass Material sehr belastend sein kann. Und ich finde ja auch, dass das ist halt ein bisschen so ein Gesellschaftsphänomen auch der letzten Jahre, kommt mir vor. Also ich denke mir dann schon oft so, hey, weniger ist mehr. Es ist in der Arbeit so, es ist gerade in unsere Projekte, die wir so verfolgen, so im Marketingbereich. Und ich kenne viele Leute, die viel Geld haben und es sehr gut geht und ich weiß, wie unglücklich das die sind. Ja. Und ich denke mir oft so, manchmal bin ich froh, dass ich einfach eine Wohnung habe, ein gemütliches Auto habe und das ist alles fein, es geht alles super aus. Und meine Philosophie ist immer, wenn ich mit einem Freund ein Bier trinken gehe und es wird geschmackt und ich mag ein drittes Bier trinken und ich muss nicht nachdenken, dann geht's bin ich auch reich. Dann bin ich reich. Ja, dann wenn ich über das nicht nachdenke, habe ich es geschafft. Voll. Wie schaut es bei dir? Ich bin generell reich, seit ich meine zwei Söhne habe. So plump wie es klingt, aber es ist einfach so geil. Aber das ist das Schönste, weiß nicht, einfach das Wachsen zuschauen. So. Und das ist aber wieder schrecklich, weil du siehst, wie schnell die Zeit vergeht. Oh, also vom Baby siehst bis du nur anhand, wie deine Kinder dann reifen und gedeihen. Und dir selber fällt es dann eh sehr selten bis gar nicht auf. Nein. Außer du brauchst dann nochmal Krücken oder einen Rollstuhl. Und dann so ein einschneidendes Erlebnis passiert. Aber sonst oder für manche Leute dann der Türkei-Urlaub auf einmal interessant, weil du oben ein bisschen
Türkisch Airline. Türkisch Airline. Weißt du, was soll ein Flugzeug dann heimfliegen? Kennst du das Foto? Ja, so, wo es nur die gestochenen Kratzen sieht von hinten. Früher haben sie sich Priest vergrässert. Also jetzt meinen wir nicht. Früher sind sie nur auf Urlaub hingefahren. Da ist noch kein medizinischer Eingriff oder sonst was gemacht worden. Und dann ist es losgegangen mit Zent, mit plastischer Chirurgie. Das mit den Haaren gibt es ja noch gar nicht so lange. Das ist vielleicht seit ein paar Jahren jetzt so richtig. Ja. Aber wisst ihr eigentlich bei euch immer alle, wenn man, also wir zwar zumindest, du hast jetzt gerade eine Kappe auf, tut mir leid, uns geht es ja noch relativ gut mit der Haarpracht. Aber ich habe schon eine leichte Tonsur. Aber war das ein Thema, würdet ihr das machen? Nein, weil ich darf mal ganz normale Glatzen scheren. Okay. Also aber für manche ist es ja wirklich, die sagen, hey, boah, geht überhaupt nicht. Ich fände es ja auch gut. Ich fände es ja gut, dass es machbar ist und wenn das wirklich so emotional trifft. Wir haben das auch mit den Brust-OPs schon mal gehabt, den Gespräch. Ja. Wenn ich das so fertig mache, bitte tu. Ja. Es ist meistens irgendein psychisches Gebrechen dahinter, ja, wenn du sagst, du musst jetzt äußerlich wieder was verändern lassen. Ja. Also ich glaube, dass du halt aufpassen musst, dass das nicht zur Sucht wird. Ja. Dass man nicht jede Kleinigkeit und dann wandelt sich das im Kopf zu Unzufriedenheit um und bla bla. Ja, und das dann, ist der schmale Grad eben gerade, ja, wo die Leute dann voll schnell umkippen, meiner Meinung nach. Beauty-Wahn quasi. Beauty-Wahn, ja. Weiß nicht. Ja, der ist ja allgegenwärtig, oder? Ja, da gebe ich eher Social Media. Wieder die Schuld? Haben auch schon das gehabt. Mit den Filter, weil ich fände das generell, die Filter gehörten verboten. Ja. Da hat jetzt Ellie zum Beispiel gesagt, es gibt so Be Real, wo du keine Filter benutzen darfst. Und gerade zum aktuellen Zeitpunkt darfst du nur Fotos von dir aktuell machen. Also finde ich auch mega cool. Mega gut. Ist authentischer, oder? Ja. Ist weil authentischer. Bei Instagram kriegst du nichts mehr Authentisches geliefert. Und vor allem, was bringt es da? Also selbst wenn ich jetzt ein Date hätte und ich gehe so ein Date und die schaut komplett anders aus wie auf die Instagram-Fotos, weiß ich ja schon, dass die psychisch ein Problem hat. Wenn sie nicht normale Fotos eine da hat, dann... Deswegen ist Internet-Daten so gefährlich. Ja. Bist du da aus Erfahrung? Ich persönlich habe jetzt noch nicht so viele Frauen aus dem Internet gedatet und die, was ich gedatet habe, die haben glücklicherweise auch so ausgeschaut, wie sie auf die Fotos ausgeschaut haben. Der Flo hat jetzt gerade gelacht, bei dem ist gesagt, dass da nicht so viele Frauen aus dem Internet gedatet. Ja. Ja, die meisten sind aus dem Real-Life-Business gewesen. Ist eh gut. Also ist besser. Aus dem Real-Life-Business. Ja. Ja. Quasi die alte Schiene. Die alte Schiene. Abraten. Hey du, wie schreibst denn du? Du hast einen schlechten Eindruck. Wie schreibst denn du? Gibt es das eigentlich noch? Geht noch wer klassisch an die Bar mit einem Vollbracker in der Fresse und traut sich irgendeine Frau? Ich dachte das. Ich dachte genau so. Ich dachte auch nur so. Weil es ist die ehrlichste und beste und offenste Art und Weise zu kommunizieren. Dating habe ich immer so, weiß nicht. Es ist richtig, Date habe ich auch nie. So Rückweisungsängste. So, habe ich schon gehabt. Also ich habe mich immer, also ich weiß nicht, Daten war für mich immer ganz, ganz schwierig. Echt? Also, glückliche Sentiment gefahren habe ich nicht so richtig gehabt, aber so Daten. Also irgendwie bin ich froh, es klingt zwar voll blöd. Yeah. Ich bin kein Fan von diesen anderen Dating-Plattformen, aber ich kann viele Leute verstehen, die jetzt so jugendlich sind und das dann. Mhm. Weil, wenn es zu meiner Zeit gegeben hätte, es wahrscheinlich auch da, weil ich mir da so schwer da. Wirklich? Ich habe da einfach keine Eier noch gehabt. Das ist das so. Ganz ehrlich gesagt. Habe ich heute auch noch nicht. Ich habe da, also heuer habe ich so viel gedatet wie nie in meinem Leben und ich war kein Funken, nicht nervös und so. Aber das was bringt, ich sagen kann, ist, das Alter mit sich. Dass sau viel Geld kostet. Also, wenn du allein ans Essen gehst, dann Kino und siehst irgendwas. Das, ist, ja. Das wird mitunter ein Grund sein, warum es immer mehr Singles gibt. Weil es keiner mehr finanziell leisten kann, dass es klingt vielleicht blöd, aber ich glaube, das wirklich. Oder die Frau und Mann oder eine Familie gründet, was das ist. Das ist eine finanzielle Bürde, die und ich bin aber schon so einer, gut und böse. Der war so klischeehaft dann das Essen zahlt, weil das fände ich das. Wenn man das will, also außerdem, wenn man das nicht mehr zahlen kann, dann braucht man nicht daten, gell? Glaube ich. Das heißt dann aber auch als Vorsatz für nächstes Jahr weniger daten? Nein, ich muss nicht mehr daten. Und mehr sparen? Ja, cool. Das Thema ist. Durch. Du machst sowieso kein Online-Dating. Ich mache das, was mir Spaß macht. Okay, passt. Du. Auf mal, den Tenor, mal mehr, auf den, mal weniger, mal gar nicht. Auf den Tenor stimme ich ein. Und was habt ihr beruflich so vor? Einiges. Ich weiß nicht, ob ich das meiste jetzt verkünden kann. Okay, aber sagen wir es mal so. Spoiler-Alarm? Mhm. Nein, nichts spoilern, mein. Ich will nichts verraten. Aber geile Sachen. Richtig coole Sachen. Also ich darf auf alle Fälle auch mehr oder weniger auf die Schiene legen, dass ich sage, okay, beruflich bleibe ich mal bei meinen Leisten, aber es sind ja dann alle Damen lang einmal wieder irgendwelche Projekte oder unser Podcast oder was auch immer dann ansteht. Voll. Ich brauche eh immer Hilfe. Du
Brauchst du jemanden, der das Licht hält? Professionelle. Psychologische. Ich glaube, dass ich die im Anfang des Jahres sehr verstärkt brauche, weil ich gehe unter dem Jahr ja sogar in Gesprächstherapie. Das mache ich sehr gern, einmal im Monat, das hilft sehr viel. Aber ich glaube, Anfang des Jahres könnte ich das immer mehr brauchen, weil ich habe dieses typische, ich sitze vor dem weißen Blanket vom Jahr und habe zwar schon ein paar Projekte, sonst aber noch gar nichts. Das haben wir wieder, wie in der letzten Folge erzählt habe, von einer Verzweiflung ging zum nächsten. Ja. Und auch da wieder kann jetzt nur meine, es tut mir echt leid, an die Herrschaften von meinem Büro, die das heute sehen, da haben wir einmal dasselbe Spiel im Jänner, wenn ich schon da hocke und sage, Alter, ich hoffe nicht, das ist heuer keine Charige, keine Aufträge und hin und her, bla bla, dann hocke so? Und dann hocke ich schon neben mir einen Kaffee. Ja, Christoph. Ja, Christoph. Also, ja. ei. Ja. Ist die Ball schon gekriegt, der Bub? Ja, weil ich, muss ich dir sagen, also, ich weiß eh, dass was kommt, ja. Mhm. Und das Fühlen der Mache ist irgendwie. Ja. Aber viele Sachen weiß ich nicht. Aber hättest du gern dann einen vollen Terminkalender, so klingt es zumindest. Nein, da habe ich schon gelernt, der fühlt sich einfach selber an. Ja. Also manchmal schaue ich meinen Terminkalender zu und denke mir, wer tragt das alles ein? Ja, was für ein Hund? Wer war das? Dem hört dann auch so geil. Ja. Das ist für Scheiß. Das habe nicht ich aufgeschrieben. Nein, es ist mehr so dieses, wahrscheinlich ist das auch Respektsthema, ob du das kennst oder du das kennst, so dieses, jetzt ist immer das Jahr da und das sind zwar schon ein paar so Punkte, ja. Aber sonst sagen alles noch, da kann man normal nach Zahlen machen. Ja, bei mir ist es eher untrat, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe zwar meinen fixen Job und bei mir ist es eher so, dass zuerst voll viel ansteht, sagen sie halt, und dann traut sich von Anfang jetzt noch keine Firma investieren, weil schauen wir mal, wie es wird. Und bei mir sagen sie dann eher auch Richtung Jänner. Ich weiß nicht, Jänner ist immer so. Ja, Jänner ist sowieso generell so ein Unternehmer, so ein Loch, stellt man vor. Ja, voll. Weil, ist dauert immer bis 15. Jänner, bis so richtig alle mal wieder da sind. Waren sie überhaupt da? Die weihnachtlichen Gepflogenheiten und das ist naja, wieder die weg. Die erste sein. Woche nach Silvester, so schon einmal noch, was tust du, ist eh fast ausnüchtern. Keiner da. Und die meisten, ja, die meisten dann halt ein bisschen aufarbeiten. Viel Geschichten noch nicht, das stimmt. Ja. Und dann im Februar geht es einmal richtig los. Ja, weil da fängt dann schon der Fasching an. Das ist auch gut. Ich freue mich so auf den Wüderer Ball. Der Faschingsdienstag ist heuer 14. Februar. Super bald. Wirklich. Super bald ist er heuer der Fasching. Ich freue mich mehr auf den Fasching in Gäusern. Das war alkoholische Fasching Gäusern. Du musst heuer mal mitgehen. Aber das heißt, dass jede. Dass so viele alkoholische Vollkatastrophen so nacheinander sitzen, so Johannes und Paul. In einem sehr kurzen Zeitraum. Das ist ja Wahnsinn. Das ist super. Engen Zeitraum. Mir reicht schon das Irene-Ball, aber im Jahr davor haben wir schon wieder ein Überleben. Aber wir haben es bis jetzt alle weggeschafft, Chris. Aber wie? Also, wie ist das denn mal das Wie darf man sich auf keinen Fall fragen. Weil das kannst du eh nicht erklären. Einmal habe ich es geschafft. Da hat es einen Sockenball noch gegeben. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Der war super. Der Sockenball im Stefan, ja. Das war ja. Das war der Wahnsinn. Da habe ich irgendwie bin auf den Sockenball gegangen und da habe ich gedacht, da gehe ich jetzt hin. Und dann habe ich gedacht, da gehe ich in der Wüderer Kluft hin. Habe ich schon vor einer gehabt, ich weiß es nicht mehr. Habe dann mit zwei Späßlern so durchgesoffen, dass wir da in den Bahnhofsreste gesessen sind in Gäusern. Ja. Scheiß mich an, hey. Ja, dann gedacht, und dann sind wir beide am Wüderer. Damals beim Pfarrer von Thomas, der sagte ja, Thomas. Der hat uns schön Kurs. Der hat uns wieder aufgepäppelt. Dann ist es weitergegangen. Geil. Und dann das war mein jugendlichen Leichtsinn. Alter, geht schon hin und her. Und dann war es einmal 4 in der Früh am Wüderer und irgendwer sagt, naja, aber jetzt wollen wir dann schon so da sein, hast du ja Montag geben sehen. Da schon der 2 Tage eigentlich, mehr oder weniger. So Montag geben sehen, geht schon 3, ha? Ja. Und ich natürlich, ja, Falle, machen wir alles, gell? Wie weit warst du bitte nur für unsere Zuschauer damit? Ja, da war jetzt 22 oder was. Meine, da war er so voller Energie. Ja, nicht, nein, ich bin nicht einer voller Energie. Aber wenn ich jetzt 5 Bier trinke, dann kannst du mich 3 Tage abschreiben. Das wollte ich nur damit sagen. Echt? Nein, das halt gar nicht. Beim Bier gar nicht. Ja, du bist da erst 30. So. Ja, ja, das ist, genau, das gibt dir nur. Bei mir war der Turning Point 35. Ich glaube, bei mir war er mit 32 oder ja, so. Nicht? Es ist nicht aber so ist schlimm. Nett, dass man so schön Fieritz mal zukommt. Ja, du machst hoffentlich ein eigenes Alkoholiker. Ding und nimmst dir kein Beispiel an ihm und mir jetzt in die Hinsicht. Ja, der Opa hat immer gesagt, jeden Tag ein Fetzen ist auch ein so recht hat er gehabt. Der Opa hat ja gesagt, also ein gutes Rindfleisch wieder gute Suppen. Und recht hat er gehabt. Aber was sind dann die. Habt ihr sowas wie Vorsitz? Vorsitz, ja. Wirklich? Nein. Ja. Besitze nicht. Nicht? Nein. Nie. Wenn ich mein Leben was ändern will, dann muss ich nicht kalendarisch warten. Was willst du abnehmen? Nein, eh nicht. Habe ich was für Abnehmer gesagt? Also, ich habe jetzt Abnehmer verstanden. Nein, ich habe Abnehmer gesagt. Hey, also, hallo, das ist der Ticket zu deiner Lenken. Sein Spitzname ist Mr. Schoko Fresh. Übrigens. Sinnlos mit euch. Ich warte aber mit ihm. Ja.
Immer, dass der Bieringer Daniel immer gute Sprüche auf der Lippen hat, das ist. Ja, das ist ja so. Meistens mit Wahrheit gespickt, gell, Florian? Ja, gespickt. Bei mir. Gespickt. Also auf alle Fälle keine Vorsätze? Nein, keine Vorsätze. Wo ich hab schon Vorsätze. Also darf man die auch sagen? Ja, weniger Alkohol ohne immer, weil ich. Mhm. Und auch mal so nachhaltig ohne immer. Nachhaltig. Und weil man zuerst vor. Ja. Also nicht so, wollen weiß wie. Basenfasten oder was? Nein, machst du vor, aber nicht so wie sie, immer macht so komplett 10 Kilo war, 10 Kilo auf. 10 Kilo war, 10 Kilo auf. Das ist wie bei den Aktienkurse. Ja, genau, wo so man wieder bei Investments in der Hose sind. Die, was in die Hose gegangen sind. Aber weil wir zuerst auch vom Materiellen geredet haben, da bin ich auch hier schon seit einer Zeit dahinter, dass ich einfach nicht mehr so einen Scheiß kaufe. Ich meine, der Chris wird keiner irgendwas Neues kommen, außer von irgendeiner Kamera, Objektiv. Bist du da genauso anfällig? Kannst die nimmer. Du nimmer. Dumm und Depper kaufen. Ja. Ich kann mich erinnern an die Anfänge von meiner Videokarriere, und wie das alles nicht mehr geworden ist. Mhm. Aber ich glaube, ich brauche alles Gimbal. Ja. Zack, 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 zack. Jetzt filme ich schon fast alles nur aus der Hand in den Rig. Ja. Weil der Gimbal, den brauche ich nur, wenn ich zum Beispiel den Graulis im Podcast. Und immer will haben Konto aufgemacht, wo den Rest wieder verkaufst, sozusagen. Weil du brauchst ja wirklich nicht alles dann, oder? Man legt sich so viel Technik, Equipment zu. Das ist bei allem so. Ja, aber das ist stimmt auch wie, das ja. ist wie der Musikrichtung, es geht alles in der Schleife. Zuerst kommt Handheld, ist das der neueste Scheiß, dann muss ein Gimbal sein. Dann, nein, es muss zwar ein Steadicam sein, aber kein elektrischer Gimbal. Jetzt muss jeder einen elektrischen haben, dann kommen wir wieder zurück in Handheld. Also das es wird ja als werbetechnisch alles so einprügelt, mehr oder weniger. Ja, aber du brauchst da alles. Ja, das genauso präsentierst du das zumindest. Das ohne dem nicht geht. Aber apropos präsentieren, wenn es jetzt so 23 und 24 gegenübersteht, ist irgendwas, was von 23 sagt, weil wir nehmen das, kann man ja sagen, wir nehmen das jetzt auf im alten Jahr eigentlich, oder? Mhm. Kann man ja sagen. Gibt es irgendwas, was ihr nicht mitnehmen wollt nach 24? Weil es gibt ja oft so, ich bin jetzt kein spiritueller Typ, aber ich finde schon, dass. Eigenschaften und Einstellungen, oder was meinst du jetzt speziell? Nein, also generell, es gibt ein paar so kleine Rituale, wo man sagt, hey, was du hast, keine Ahnung, ich schreibe jetzt was auf einen Zettel und verbrenne es in einer Rauhnacht oder irgendwas im alten Jahr mega zu abschließen, weil ich will es nicht mitnehmen ins Neue. Habt ihr da auch sowas? Was sagt ihr? Ich kurz überlegen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich momentan relativ zufrieden bin mit alles. Ja, super. Das ist ja geil, wenn man das sagen kann. Das einzige halt ein großes Ziel ist, was eh nicht so klein ist als Ziel, eigene Wohnung kaufen, eine hauen und dann die selber renovieren, weil ich momentan mehr, desto mehr ich mit die Hand arbeite, das ist jetzt momentan wieder, desto mehr macht mir das auch Spaß und deswegen kaufe ich gleich das ganze Mal Werkzeug mit Materialsporen. Also er schieft jetzt quasi vor Kamera. Ja. Man schaut, dass der Neidl mal jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Da ist ein Akkuschrauber gegen Linse. Ja. Auf jeden Fall macht mir das jetzt wieder viel Spaß, selber was basteln oder so oder weiß nicht, reparieren, Lösungen finden. Und da war halt auch so ein Projekt, Boden auszureißen, Boden einmachen, einfach du möchtest selber das generell einrichten. Ein bisschen handwerklich angeht. Ja, genau. Jahr. Und einfach was schaffen, was du einfach du für dich selber stolz bist, sagst, okay, das habe ich gemacht und so. Weil mir macht sowas voll Spaß, zum Beispiel das Büro da jetzt auch, dann Podcast wieder, dann um Garage oder unten in der Arbeit halt, die Sachen, was ich jetzt gemacht habe, Büro, Kickboxraum, ein scheiß Lager etc. Und eine Wohnung fällt eigentlich nur auf dem Weg. Und was ich dann damit tue, ist eh wurscht, weil sonst im besten Fall komplett gehst du in die nächste Wohnung, vermietst die erste, dass du halt für Burma oder was aufbaust. Weil eines von meinen Lebenszielen ist, das kann ich offen und ehrlich sagen, dass jeder von meinen Söhnen halt quasi eine Wohnung hat, dass einmal das quasi geregelt ist. Ja, mega. Gerade bei dem, wenn du anschaust, die Immobilienpreise werden auch nicht mehr nach unten gehen. Vor allem, wenn es für ihn es müsste dann gerade eingehen, wenn es für ihn schon so schwer ist. Ja, dann ist für die nächsten nur schwerer. Unmöglich fast. Fast unerreichbar dann, ja, das ist. Und da möchte ich jetzt nicht so naiv sein und. Ja. Das schleifen lassen, so ehrlich bin ich. Herr Pieringer? Ich habe eigentlich gerade vorgenommen, nachdem ich im heurigen Jahr ein paar körperliche Gebrechen gehabt habe, dass ich mich sportlich bzw. Fitnessstudio, wo ich jetzt wieder angemeldet bin, dass ich einfach da schaue, dass ich wieder zurück in meine alte Form komme, wie ich es einmal vor 5-6 Jahren gehabt habe. Und diese kleinen Gebrechen, die das Alter so mit sich bringen, von einseitigen Haltungen, wie viel sitzen oder etc. etc., dass ich das wieder in den Griff kriege, weil es hat mir schon ein bisschen gefeigert heuer schon. Ischias-Nerv und solche Geschichten, das ist. Das kenne ich gar nicht witzig. Ischias. Hoffentlich bleibt das der Sport, Chris, weil das war nicht lustig, glaubt man es. Nein, witzigerweise nicht. Ja, Kamera halten ist auch Sport. Das glaubt auch keiner. Ja, ich meine, mega Charles wieder mehr Sport. Kommt davon, wie schwarz Rick ist. Ich war früher definitiv fitter, das möchte ich jetzt schon wieder werden, aber ich bin
witzig dabei ist, also wenn man mit Kollegen so redet. Ja. Mal, 36, das ist auch noch wirklich kalt, entschuldige. Nein, aber, wir gehen nicht. Aber trotzdem, woanders so jammern, habe ich zum Glück, hat mich also nicht so richtig betroffen, muss ich sagen. Ja. Nein. Mich hat es gewundert, ich habe heuer eine Hochzeit filmen dürfen. Es war traumhaft schön und es war voll der geile Tag. Da habe ich nur mehr oder weniger 24-70er, so Linsen, eine Kamera gehabt, ja, und habe so den ganzen Tag in einen gehabt. Ich habe am nächsten Tag einen Muskelkater gehabt, ja, das kannst du da nicht feststellen. Ja, aber unter dem Fotografieren, mir ist den ganzen Tag nicht aufgefallen, aber am nächsten Tag, da war ich noch nichts weg, wie bist du hin? Gott, ich werde alt. Ja, ja, ist, das ist Dreier changed alles ein bisschen. Aber ich finde, Dreier changed alles. Aber ich finde, der Dreier changed viel im Positiven, weniger im Negativen. Ja, auf ein Jahr. Ich würde ehrlich gesagt sagen, ich weiß, du jetzt nicht mehr gern 21. 21 war ich nicht mehr gern. Aber 29. 29 mit den Gegebenheiten, wie ich es wirklich gehabt habe mit 29 oder nur mit neu mit allen Optionen? Nein, 29 mit dem Körper von 21 und mit dem Wissensstand von heute. Ja, ja, nehme ich. Wo muss ich unterschreiben? Ja. Aber ich muss auch sagen, aber der Chris hat ja gerade so geil gesagt, du hast einfach in der Phase, wo du 30 bist, du hast dich schon in gewisser Hinsicht manifestiert, sei es beruflich, beziehungstechnisch etc. Du hast die Entwicklungsphase von 30 bis, nehmen wir mal einfach mal 40 jetzt her, finde ich zum Beispiel jetzt, wenn ich es auf mich projiziere, relativ interessant, weil gerade in diesen Jahren, jetzt habe ich mich für so viele andere Sachen auch interessiert, was nichts mit meinem Berufsbild zu tun hat, sondern einfach, ich habe mir generell die Welt angeschaut, wie funktioniert es, was bedeutet Wirtschaft wirklich, was für Diskrepanzen gibt es zwischen den einzelnen Ländern. Also jeder, ich finde, die meisten haben Scheuklappen auf und sehen vielleicht bis ans Ende einer Postleitzahl, aber sie wissen nicht wirklich, was auf dem Planeten anrennt und wie er funktioniert vor allem. Ja, weil es ist so spannend und so geil. Genau, und das sollte man sich dann nicht unbedingt aus den Mainstream-Medien ziehen, solche Infos, sondern einfach selber auf Recherche gehen, schauen, welche Journalisten kannst du vertrauen, wer hat super Background-Infos, stimmt das auch, was die sagen? Man, da hätte ich eigentlich zwei Themen. Das, da gibt es echt interessante Sachen. Was mich wirklich belastet, wo man eigentlich nie Zeit nehmen. Also erstens mal, dass ich mehr auf mich selber schaue. Also nicht immer gerade, dass du das deinen anderen recht machst, sondern dir selber auch. In jeglicher Hinsicht, ernährungstechnisch, ja, genau, psychisch. Also. Genau, weil ich bin halt so einer, wenn halt in der Arbeit voll viel Stress ist, dann ist mir das wurscht, wenn ich mal 80 Stunden arbeiten muss, wurscht, selbst wenn ich meinen Schlaf einschränken muss oder so, so bin ich halt. Ich weiß nicht, viele sagen, ich bin Trottel. Du machst dein Ding und wenn es fertig ist, für mich ist es halt der Pluspunkt, weil es ist eigentlich eine super Einstellung, das muss man eh schätzen. Und was halt da immer so drauf geht, ist, dass ich mal irgendwo hinreise. Ich nehme mir das schon immer vor und dann denkst du halt, fährst schon mit nach Bangkok. Bangkok. Nächstes Jahr. Auf jeden Fall da, zwei Wochen, dass du halt wirklich mal anschalten kannst, so Matera oder so. Das darf ich voll lange. Ich tue das immer gerne verbinden mit Arbeit. Also das bringt, ja, Arbeit, auch gern. Das bringt die Arbeit mit sich, dass ich auch Projekte habe, die mich wo hinbringen. Bangkok könnte man jetzt am Strich stellen. Wenn du sagst anschalten, meinst du da dann auch, dass du die Kamera nicht mitnimmst? Nein, das spinnst. Das kann ich nicht. Das geht das nicht, ist eine Berufskrankheit. Wie das ist, wie wenn du deine Hirnhälften daheim lossetzt. Filmst du in der... Wenn du auf Urlaub fährst, was nimmst filmst du nicht? Kameratechnisch? Nein. Das kann ich nicht. iPhone 15. Das kann ich nicht. Nein, weil ich hab's. Aber so schneid deine Scheibe auf, wir haben es sicher keine schlechte Einstellung, glaube ich. Weil, ich bin schon so ein Mensch, ich finde gewisse Sachen, Urlaub und sonstiges, was tust du denn wirklich damit? Ich bin immer du so, lässt Zeit verstreichen, das ist Urlaub. Nein, mein Ding, nein, das kann ich nicht, ich denke mir immer so, also ich bin da vielleicht. Also ich bin Thomas Bernhard-Anhänger. Das heißt, ich nehme mich selber nicht wichtig. Und ich denke mir, was interessiert die Leute, was ich im Urlaub tue? Mhm. Wenn du meine Kanäle ein bisschen so verfolgst, wenn ich gerade mal irgendein persönliches... Du bist kein Vlogger. Ja, wenn ich mal irgendein persönliches Statement aussehe, dann sind nur meine Arbeit oder Sachen, die mich gerade beschäftigen. Ja. Mhm. Aber das ist für mich nichts Privates, das ist meine Privatzeit. Und Messages droppst du übers Handy, wenn du was zum Sagen hältst. Absolut. Über Messenger. Und aber ich denke mir dann oft so, wenn ich im Urlaub bin oder sowas... Ich verbinde es oft mit Arbeit, also ich habe oft Projekte, die mich schlagtot wo hinbringen. Okay, und cool. Da probiere ich dann schon einmal, dass ich mir eine Woche anhänge oder ein paar Tage, dass man noch Sachen anschaut. Das ist eigentlich auch schlau, weil du bist eh schon dort. Und durch die Vergangenheit mit meiner Musikarbeit, die ja immer nur da ist, ich bin in voll vielen Festivals und Musikprojekten involviert, heuer hoffentlich auch wieder, kennst du halt Leute überall, das ist halt auch geil. Mhm. Das sieht ja dann schon aus, wenn ich mal, keine Ahnung, wie es jetzt letztes Jahr, also 23, ich bin in Stockholm war drei Tage. Ja. Sicher für ein, zwei Spätzle in Stockholm nehmen oder wie dann in Mallorca war oder sonst was, was du da Leute kennst, das ist schon geil. Aber Reisen ist unglaublich wichtig. Ich muss da aber zu meiner Verteidigung sagen,
ich Urlaub gemacht habe überhaupt, dann habe ich immer keiner mitgehabt. Und wenn du da keine Kamera hast, also, weil das ist ja für mich jetzt pures Gold. Das ist was anderes. Alleinreisen wisst ihr die gar nicht. Ich darf es aber trotzdem mitnehmen, so wie mich kennen. Alleinreisen. Ich darf mindestens eine Kamera und eine Drohne, mindestens. Ja, sorry. Ich brauche keine Socken, ich brauche keine Boxenschuhe, ich brauche nur das SD-Karte und die Hardware dazu. Ja, aber du lachst. Ich wie so einer, ich kaufe das Gewand unten und nehme das Kamerazeichen. Ehrlich, nicht einmal ein Zeitbürstel, oder? Ja, Zeitbürstel, schau mal, da kriege ich die Krise, wenn ich das aber das Ding ist ja das ist doch eigentlich vielleicht ein bisschen als Challenge, oder vielleicht auch noch Hilfeschrei. Nein, das ist dann vielleicht eigentlich auch noch ein bisschen eine Challenge, dass du selber ablenkst. Schrei nach Liebe ist das. Weil ich habe zum Beispiel einige Leute, ich mache das ab und an, das ist mal ein Labo hier für ein paar Tage, und man Sachen rausschauen, ohne Gruppen und sonstiges, so wie von meinem Werdegang her. Ja. Ich wollte immer mal bei ich wollte immer bei einem Musikfestival anschauen und nie wollte mit mir fahren und dann irgendwann gesagt, dann fahr ich da lang. Ist das wurscht, dann finde ich dort schon. Ich fände sowas voll geil. Und das ist ja geil. Und von Leuten, was das durchziehen. Nein, aber das kann jeder, das ist nicht schwierig. Es ist genauso wie oft Leute sagen, nein, es ist schon geil, dass du alleine Gast da sitzen kannst und essen. Ja, warum denn nicht? Ja, das kann ich wieder. Ich kann mich alleine ins Kino fahren. Und dann kannst du alleine reisen. Und ich glaube oft, ich habe auch ein, zwei Freunde, ja, ich muss schon die Kamera mitnehmen. Und das ist dann oft immer, bei Kind ist was anderes, wie gesagt. Ja. Passt voll. Aber ich sage dann immer, ja, aber warum nimmst du es denn mit? Ja. Ist ja noch keine was da. Ja, vielleicht ist es geil, dass du mal nichts tust. Ja. Und das ist der springende Punkt. Das Problem ist aber auch, dass deine Freunde halt das oft schon fast verlangen von dir oder gemeint sind, dass du Kamera immer mit hast. Ja, aber ich weiß nicht anders. Man sollte nie die Leute das geben, was von dir verlangen. Ja, das ist. Da können wir wieder. Also du führst eine Beziehung. Okay, das ist die einzige Ausnahme. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich mehr auf mich schauen muss. Also das machen wir mehr Sorgen um die anderen. Du machst Urlaub mit dir. Ja. Weil um was geht's tatsächlich jetzt, wenn es im Urlaub ist? Es geht um das, dass dein Umfeld wechselst, es geht um das, dass du selber auf andere Gedanken bringst geile in der Zeit. Geile Impressionen. Ja, klar. Hey, die von deinem Umfeld einfach mitnehmen los. Ja, was da oder ist. Die oder geilsten Sachen sind da drinnen und nicht da. Oder sowieso. Generell die Kultur mal anschauen, genau. Wie schon sagen, wie wenig das man braucht, dass man happy ist. Vollgas. Da kommt man jetzt, glaube ich, alle Scheiben aus Schnee. Vielleicht hat das auch ein Vorsatz fürs neue Jahr. Ja. Wir in der westlichen Welt auf alle Fälle. Obwohl, wenn ich jetzt, ich darf voll gerne nach Afrika fahren und so Safari machen, fotografieren. Auch wieder fotografieren. Nur habe ich da Angst, wenn ich die ganzen kleinen Kinder sehe, weil ich wieder so einen, das tut mir dann so weh, dann möchte ich am liebsten alle adoptieren. Mhm. Mhm. Wir sind in Tunesien, mal ein Kind, glaube ich, sicher 4 Kilometer wegen einem Wasser, mit einem Wasserflaschen an ein Auto nachgerannt. Ich bin hinten gesessen im Jeep, haben wir sie in Tunesien. Dscherba haben wir sich so Wüsten, so Beduinendorf angeschaut. Ja. Und das war einer der herzzerreißendsten Momente, die ich selber in meinem Leben so hautnah miterleben dürfen habe. Das ist das Kind wegen der Wasserflaschen, ich habe es dann eh hergeben und so. Ja. Aber das ist, ich glaube, 3-4 Kilometer ist das dem Auto nachgerannt. Also, da kriege ich richtige Gansel heute, schaut. Ja, voll. Das ist der Wahnsinn. Das aber dann der Proof of Stake, dass man dann für sich selber wieder ein bisschen feststellt, was man alles hat da. Ja, und wie glücklich, dass man sich schätzen kann. Allein, dass mir, wie unglaublich, dass du kannst von jedem See aussaufen, von jedem Bach, du kannst in jedem Bach bauen gehen, ohne dass du irgendwelche Zeug hast. Ja, und vor allem, es ist ja leider schon unglaublich, dass man zum Beispiel zu dritt da sitzen darf und irgendwas reden können. Ja, genau. Und einfach geschmack philosophieren, ja. Und keine Ängste haben müssen, dass der Kühlschrank klar ist oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist aber ein weit verbreitetes Thema im Rest der Achtsamkeit. Vielleicht ist 2024, also ich probiere das jedes Jahr mitzunehmen, vielleicht Achtsamkeit. Ich glaube, dass die Welt um einiges besser war, wenn jeder auf seinen Nächsten ein bisschen mehr Rücksicht nehmen darf. Grundsätzlich. Vor allem, es war so leicht. Ja. Du kannst eh nur bei dir selber anfangen. Du musst zuerst einmal deinen Tempel durchkehren und deine Flamme muss brennen, dann um einen anderen kümmern. Deine Flamme muss brennen, dass du Feuer hergeben kannst. Ja. Das stimmt. Das ist richtig, ja. So ist das. Ja, ich finde, das ist noch ein guter Satz, den ich noch gehört habe jetzt vor kurzem. Oder den ich wieder mal gehört habe, den ich oft gehört habe. Der gefällt mir voll, weil der gilt für alles. Da ist so eine Diskussion wegen Tradition etc. Ja, Güte oder Güttel? In dem Fall güttelt er jetzt gleich. Ja, güttelt. Die Lehre des Bruder. Nein, bitte nicht. Nein, da ist so eine Diskussion gegangen, Tradition versus moderne Zeug und hin und her und halt so, ja, warum, keine Ahnung, Tradition jetzt nicht so eine Wertschätzung erlebt und bla bla bla, was überhaupt nicht stimmt, gerade bei uns im Salz kam gut für Tradition, finde ich jetzt so tot, die Droschen, weil es ist überall. Kaiser. Ich rede nicht einmal von dem, ich rede schon von den Boschen, von den Lederhosen, eh alles super, alles ist eine Diskussion. Bipapo. Aber ich finde schon,
Und das kennen die gut, aber das muss trotzdem Platz für ein Eiches sein. Ich finde, es geht halt immer darum, dass du die Flamme weitergibst und nicht Taschen arbeiten tust. Ja. Und bei vielen Sachen kennt man oft vor, in den letzten Jahren, die Leute sind extrem busy damit, dass irgendwelche Aschen arbeiten. Und wenn wir so Leute, wie du richtig sagst, hey, oder jetzt haben wir wieder mal Flamme, dass wir da wieder mal was haben. Ja. Das ist ja, Entschuldigung. Wenn man das kurz auf unsere Ortschaft reduziert, auf Ischl zum Beispiel, das ist das treffende Beispiel. Wir bleiben seit Jahrzehnten immer auf derselben Kulturwelle irgendwie. Nein, haben, das geht es passiert nichts Neues. Wohl, das passiert was Neues. Parkplätze werden zerstört und dadurch werden die ganzen Unternehmen zerstört. Wo ist die Downhill-Strecken auf der Hohen Schrot? Nur als Beispiel. Wo ist denn die Zipline vom Sirius Kogl in den Stadt rein? Die war geil. Ja, aber das sind Projekte, das ist ja nicht so schwarz und umsetzen, ja, sind wir jetzt ehrlich. Ja, das weiß sind, ich nicht. Das Seilspanner, ja, ich glaub, halt schnell eine Firma da und das mit dem Downhill fahren, da wissen die genug motivierte Radlfahrer, die was das selber taten. Das ist gar nicht wissen. Viel Bürokratie. Ist da, glaub, du musst alle an der Politik vorbei. Ja. Das ist ja das ist, größte Hindernis an irgendwelche Vorhaben, Politik. Und die sind manchmal blockiert durch andere Institutionen wie. Bei uns war es halt viel im Wald, bei solchen Stecken, weil auch viel draußen ist. Das ist das. Halt der Forst der Wahnsinn. Ja. Der oft Keile einhaut, wo Politik sagt, bist du fleißig, so ein warmen Radler wie unterwegs, wo Politik, oder? Wo Politik sagt, ja, dann sagt der Forst, und dann sagst du warum, ja, einfach so. Generell für die Jugend. Man muss ganz ehrlich mal sagen, wie soll sich die Jugend ausleben? Da ist klar, dass die immer schauen dann, wenn du jetzt zum Beispiel Graffiti irgendwo aufwischst, Bradern irgendwas hinmachen, die müssen ja irgendeinen Drucker bauen. Es gibt gar nichts. Wenn kein Angebot da ist. Es gibt vielleicht Fußballtraining noch, es gibt so Sachen. Oder ein Skatepark oder Tennishalle, dann ist zusammengerammt. Ja, aber ich weiß nicht. Dann zeigst du brauchst nicht mehr mit 16, gell? Ja. Wohl? Kannst du noch? Gibt es das nur mit 16? Ja, wenn es dich interessieren würde. Ja, aber es gab halt eben so viele andere Sachen, wo unsere Jugend heutzutage interessiert daran ist, aber halt einfach kein Fundament geschaffen und wird. Und das Traurigste ist, dass voll viele Vereine gibt, die was wirklich was da möchten, aber sie dürfen nicht. Dann kommt die Bürokratenscheiße auf die zu, was das Ganze wieder. Ja, sie checken halt leider nicht, dass sie sich gegenseitig zerstören und damit Ischl dann runterreißen, weil die ganzen Laufkundschaften ohne Parkplatz, die ganzen Arbeiter ohne Parkplatz. Ich finde das generell so schlimm, dass die Politik bei so vielen innovativen Geschichten einfach nur einen Storn in den Weg legt. Weißt, wenn es nach dem Gang hat, dass du sagst, okay, du willst jetzt irgendwelche CO2-Emissionen runterschraufen oder so, ja passt halt, dann gläsche ich da mal 6-7 Hektar Solarzellen hin. Aber das dauert ja, um das Ganze am Papier zu bearbeiten, die ganzen Genehmigungen einzuholen, bis dahin scheint kein Sonnen. Nehmen wir, bis die das alles fertig haben. Nur als Beispiel. Also ich bin da voll bei euch. Also ich sehe halt die Sachen dann immer ein bisschen differenzierter von verschiedenen Richtungen, weil ich mir oft denke, auch durch meine Arbeit oft, man kriegt dann viel mehr mit und oft weiß man, egal welche Sachen das da geht, manche Sachen. Oder wo es wirklich hängt. Manche Sachen sind sehr unglücklich natürlich, wenn wir das Thema Parkplatz ansprechen. Leider. Manche Sachen sind sehr politisch gesteuert oder wirtschaftlich gesteuert. Und ich bin da auch, das ist so ein Learning der letzten Jahre, auch ein bisschen so in das Übergangen. Ich höre zwar Sachen, die mich voll aufregt, aber ich probiere, dass es zweit, damit ich mir jetzt erst die zweite Seite rausfinde, bevor ich überhaupt mal was laut sage über die Sache. Weil oft habe ich schon die Erfahrung gehabt, da habe ich irgendwas voll echauffiert und dachte, Alter, das ist ein Wahnsinn und hin und her, bla bla bla. Und dann hast du mal mit einer entsprechenden Persönlichkeit gesprochen. Von der Gemeinde zum Beispiel. Dann hast du ganz andere Meinung dazu gehabt. Aber das tue ich, muss ich ehrlich sagen. Nein, das habe ich jetzt gar nicht auf dich bezogen, sondern einfach so generell. Und dann war dann auf einmal, hey, pass auf, das und nächste. Ah ja, okay. Nicht auf das Parkplatzsystem Problem jetzt bezogen, sondern einfach generell. Das ist für mich so ein Learning, wo es ja immer so Leute empfiehlt, dass sie das auch probieren sollten. Nein. Dass der Ursprung ja meistens ganz woanders liegt, als man selber vermutet, gell? Ja, absolut. Ja. Also das ist dann schon, finde ich, oft überraschend. Ja. Also daher kommt das. Ja. Habe ich schon ein paar so Aha-Effekte. Dazu musst du recherchieren. Du kannst nicht gleich die erste Meinung für voll nehmen, dann so gesehen. Das ist eigentlich ganz wichtig. Ja, genau so ein Thema war zum Beispiel, wenn ich jetzt quasi irgendwo so Diskussionen hier. Die größeren Firmen sollen mehr Steuern zahlen, weil die haben ja eh das Geld, aber dass die Firmen die Arbeitsplätze für jeden vorhin geschafft und dadurch voll viel Steuern zahlt werden, weil sie ja das Geld einbringen, so weit denkt wieder keiner. Ja, das kommt auf die Firma drauf an und auf die Steuer, die zum Zahlen ist. Aber man muss mir auch sagen, wenn Österreich und Deutschland da so blöd ist mit den Steuern, dann brauchen sie sich auch nicht wohnen, dass alles outsourcen oder in andere Länder gehen, das ist ja. Bei Corona war es das beste Beispiel. Es haben Firmen bei uns im Land Subventionen gekriegt, die nicht einmal einen Cent Steuern bei uns lassen. Das war zum Beispiel so ein springender Punkt, wo mir dann denke, hey,
nur weil die euch dann damit drohen, dass, keine Ahnung, tausende Arbeitslose auf der Straße sitzen. Ja, also und das ist der springende Punkt, ja, nämlich das, bei der ganzen Hüftschicht. Dass so die Politik ob's unter Druck setzen. Ob es IKEA ist, ob Starbucks ist. Das ist nicht was? So, dass die Politik dekontrolliert. Nein, es ist umgekehrt. Aber die, ist der Lobbyismus ist stärker als Politik. Meiner Meinung ist der Politik selber schuld. Weil was passiert, wenn jetzt Starbucks sagt, hey, entweder wir tun das, also wir kriegen jetzt die Fördergelder, oder wir schicken alle arbeitslos. Dann sage ich, nein, du kriegst gar nichts von mir. Dann stehen die Buden leer, die kauft der nächste Unternehmer, nennt es nicht Starbucks, sondern Kaffeeladen oder was. Mhm. Zack, selben Arbeiter, die haben fix wieder einen Job. Und dann rennt aber die Mühe in Österreich oder in Deutschland. Also ich fände das jetzt, ist jetzt leichter hergeritt. Ja, aber es gibt... Die Theorie gibt, zumindest. Ja, aber es gibt schon zwei, drei so Beispiele. Es gibt zum Beispiel, ich gehe mir gerne essen, wenn ich unterwegs bin, weil ich wenig Zeit zum Kochen habe und probiere halt immer Verschiedenes aus. Mhm. Und zum Beispiel in Wien, eines meiner absoluten Lieblingslokale, ist das Wing Kitchen. Die wird, ich sprich leider den Namen nicht mehr falsch aus, deswegen sage ich jetzt nicht. Aber sag, Wien Kitchen oder? Swing Kitchen. Swing Kitchen. Swinger Kitchen kennst du, oder? Nein. Da darfst du nur mit einer Schürze bekleidet reingehen. Ja, oder du tauschst die Küche aus. Anyway, weil das ist Swing Kitchen, hat sich spezialisiert auf veganes Essen. Okay. Macht vegane Burger-Menüs, machen alles selber, aber wirklich geil. Also wirklich geil, haben also Menüs und so Sachen. Ja. Und die haben in Wien gestartet mit einer Filiale. Es gibt in Wien, glaube ich, schon 6 oder 7 Filialen. Mhm. Und ich glaube, 3 oder 4 davon sind in ehemaligen McDonalds-Filialen drinnen, weil da die Infrastruktur halt passt. Und sie haben jetzt schon Filiale in Graz. Sie haben schon Filiale in Graz, eine Filiale in Berlin und so. Mhm. Und das ist für mich ein Beispiel. Voll. Weil die sind jetzt auch nicht teilweise ein Mecke und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Fan von verschiedenen Ernährungsweisen. Ja. Das ist wirklich gut. Zumindest offen auch dafür. Sie, ne? machen halt auch alles selber. Sie propagieren es auch gut. Mhm. Das ist wieder ein ganz springender Punkt. Dafür vergessen, ich glaube, das ist ein Hauptproblem in Österreich. Sie haben halt ein gutes Marketing. Mhm. Weil ich weiß zum Beispiel, dass da wirklich viel gut reinrennt. Und da kennt man viel von den großen Ist ja immer so. Ja, absolut. Schau der Red Bull an. Ja, die haben 50% von den Einnahmen ins Marketing gesteckt. Das hat einen Grund. Schau da in Deutschland Würth an. Die haben... Ich glaube, mehr als die das Hälfte. Sind die schrauben und dünnen und das machen. Ja, aber die haben. Europas größter oder weltweit sogar größter Hersteller. Die haben, weiß Gott, wie viele Vertriebler. Die haben mehr als 50% in Vertriebler gesteckt. Die haben nicht geschaut, dass das Lager rennt oder dass so viele Produkte wie möglich haben, sondern die haben, ich glaube, von Anfang, schlag mich da, 10 Produkte gehabt. Stimmt jetzt sicher nicht, was ich sage. Dafür haben sie, weiß Gott, wie viel mehr von. Vertriebler gehabt, die was überall hingegangen sind, zu jedem Baumarkt, zu jedem kleinen Ding. Fertig. Ja, oder funktioniert. Oder bitte, man, was du gerade in Arbeitszeit bist, oder Strauß, die Straußhosen. Genau. Ich bin kein Hackler, selbst ich kenn Strauß. Ja. Weißt du, was bei Engelbert und Strauß das Geile war? Sie haben es zu einer Modemarken gemacht. Ja. Absolut. Also in das war eher eine Sprenge. Ja, du könntest die Salomon. In ganz fort. In Gäusern, ich habe Salomon. Ich habe Gerücht. Mit Salomon. Ja. Schuhe, oder? Salomon in Kombination. Straußhosen. Ja. Und dann am Fuchspullover. Ja, und Hut. Ohne Fuchskappe oder Hut. Da sind sie sich noch nicht einig. Aber es gibt Gerüchte, dass Leute den Gäusern so heiraten. Es gibt Gerüchte. Nein, das ist natürlich ein Schmäh. Die Frage ist ja, die mit der Salomon. Hört sich bei uns, wenn es süß. Ich hab mich schon ein paar Mal gefragt, warum eigentlich Salomon keinen Flagship-Store in Gäusern hat. Ich hab's letztens wieder mal. Vielleicht bei der Workwear haben sie ihr eigenes Regal. Es wird's Loch, aber da steht. Bei meinen Goals 2023 Strauß-Shop. Weil das für mich eine gemahle Wiesn war. Ich habe sogar angerufen und alles. Nee, ich habe das so geil gefunden, weil ich bin an meinem Kuh gestanden den Tag, vor ein paar Wochen. Und trinke mit einem Freund ein Bier. Und der sagt, schau, jetzt kommen wir ins Gäuserer. Und ich sage, was ist, kann man größere aufmachen? Ja, ja. Na, der Scheiße zu dir. Da habe ich schon mal die Hirte gesehen, schiefgestellt. Okay, das erste Markenzeichen. Ja. Und dann kommt der erste eine, Salomon und Straußhosen. Da haben wir, das ist mein Outfit da mitten auf dem Samstag. Düffler. Frisch aus der Werkstatt. Düffler. War noch wichtig, enjoy. Und kommt, ganz wichtig. Und kommt oder eine, Crocs. Und kommt eine im wunderschönsten Dialekt, hey, Wirt, hast du Bier? Mhm. Und dann wieder. Kurz und knapp. Ich meine, die Kommunikationswege nicht strapaziert. Aber es funktioniert. Ja, ich würde sagen, ich finde es ja geil, wenn du es an der Bar stellst und einer sagt random, jetzt komm, ist größerer. Und allein an dem, was sie angehabt haben, hast du es schon gerochen und kennt praktisch. Nein, ich glaube, da muss man fairerweise sagen, sie haben zuerst den Hut gesehen und das habe ich auch, ich habe das mal speziell erklärt aus England. Ja. Der wenn man gesagt hat, ja, die sind von dort, die sind von da, die sind von da. Ja, wie weißt du das? Ja, an der Hutstellung. Ja, warum? Ja, was die größer tragen, den Hut immer ein bisschen schiefer, geben sie wieder zurück. Der hat mir angeschaut und
Ich glaube, ich bin voll komplett deppert. Und gesagt, nein, schau her mal. Stimmt. Das ist die Wahrheit. Aber da muss ich dir auch sagen, ich habe in Agrarer Bierzelt mal gesehen von Autodrom. Ein Freund von mir, der was komplett angesoffen ist. Hi Alex. Der hat seine hitzige Freundin so angeredet. Na, wie schreibst die du? Die sind noch einmal zusammen. Das ist schon fast so gut, wie der ich heute bei dir schlafen, weil ich habe in meinem Bett Punkt, Punkt, Punkt. Ja, kannst du es ruhig sagen. Wir sind da auf, ich hab auf dann noch, Internet. Ich habe dann noch jetzt Richtung Schluss was. Ja. Wir dran schon seit einer Stunde. Ui, das ist durch. Durch voll. Nein, oder was willst du? Nein, nichts in der Hinsicht. Alles gut. Willst du noch näher drauf eingehen jetzt, oder was? Nein. Auf den Fall. Durch. Fall. Nein. Was denn du gerade? Wir haben da neulich einmal größere Hut, ja. Da gibt es einen Farbcode. Da ist. Ja. Farbcode Gams. Nein, wir haben diskutiert und dann haben wir gesagt, die haben so einen größeren Hut aufgehabt. Ja. Also so einen Hut aufgehabt. Die Rosen für einen Hut. Ja, so ein größerer Hut. Aber es ist ein größerer Hut. Dann habe ich es googelt und gesagt, und dann ließ ich so. Wild- und Waldhut, größerer Oliv 52. Ja. Oliv 52? Du musst aber aufpassen. Berig oder. Dora. Das ist Sonnzeit, gell? Und da gibt's Jagdoliv 57. Oliv. Ja. Was der, ich hab halt so da, in dem Lokal, wo wir da waren. Alter, da wie sitzt die Farbcollage für die größere Hütte? Nein, ich denke mir dann, so, sehe ich das ernsthaft, es gibt. Größerer Oliv, 52. Da gibt's ja, wie das eine Parfum, was der das Ding mit 18, 88, wie heißt das? Ist das Chanel? Nein, das komische Wasser aus Köln oder das Kölschwasser. Mm. Das Wasser, was damals jeder Opa getragen hat. Ja. Das Ding der 50er. Ja. Anyway. Petrolon? Ich glaube, ich weiß es nicht. Auf alle gibt es heute noch. Du redest von einem ganz alten Scheiß. Die Kiesenflaschen sitzen immer noch. Davidoff? Nein. Cool, be cool, fresh. Na, wie heißt die Cool Water. Cool Water war bei dir. Nein, nicht. Ist wurscht. Wurscht. Auf alle Fälle, wenn du dachtest, größerer Oliv 52. Größerer Oliv 52. Da könnte man mal eine Umfrage starten. Wir gehen einfach wild in größere Nummer und sagen, was halten Sie von Oliv 52? Geil. Ich habe 58. Ich habe keine 52, ich habe 58. Wie hab den von meinem Opa? 48, 22 ist da nicht 15. Ja, das ist nämlich. Ah, ich glaube, wir machen jetzt gerade so um. Draus wird. Dann leiten wir es auf Postleitzahl. Dann fände ich, wenn ich zu mir bin. Geil. Ja. Ich glaube. Ich glaube, wir hauen eine größere Hut drauf. Ja, nach so viel Vernunft sollte man es schon langsam bleiben lassen, glaube ich. Voll. Geil. Hey, Chris, es hat mich gefreut, mal danke wieder. Danke für dein Kommen. Danke für die nette Gesprächsrunde auf alle Fälle. Ja, Dani, danke, dass auch du da warst. Florian, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Das ganze Jahr. Das Wichtigste ist, Konfuzius hat einmal gesagt, erst wenn eine Mücke auf deinem Hodensack landet, lernst du Gewaltsituationen konfliktfrei zu lösen. Okay, und das hat vorher auch gesagt, wenn es das Kaffee 3 Wochen nicht rührt, ist wahrscheinlich hin. Wahre Worte. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zusehen. Dank. Wir wünschen euch was. Guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Das würde ich jetzt nicht sagen, weil wir nicht wissen, wann wir die Sendung ausstrahlen. Aber sag's nur mal, im neuen Jahr. Im neuen. Prosit 24. Passt. Ja. Tschüssi Kowski, viel Spaß beim Bleigießen. Ciao. Eigene Farbpaletten gibt. Oh, jeder Vater.